Heute möchte ich euch gerne einige Eindrücke aus dem zauberhaften Spreewald vorführen. Übers Netz fand ich eine wunderschöne und hochwertige Wohnung in Vetschau, in sehr ruhiger Lage bei der netten Familie Bubner, die ich sehr empfehlen kann. Dieser kleine Film soll Lust auf Natur, Kultur und nette Menschen im verträumten Spreewald machen. Also ab in ein Kahn und los geht's über die Spree. Ja, jetzt kriege ich auch mein Fett weg. Ja, liebe Gäste, schaut mal. Habt ihr sowas schon in letzter Zeit? Hier eine große Abordnung diesmal. Ich bin richtig stolz. Knut Kulben! Zuvor war Werben. Die habe ich jetzt übersehen. Werben! Das kleine Spreewalddorf Leipe! Ja, und jetzt... Das ist Siggi, ein Urgestein und Hobbypoet aus Vetschau. Er speist jeden Tag im traditionellen Brauhaus zu Mittag und schreibt hier ab und zu seine Verse. Und das ist eines aus seinen selbstgeschriebenen Werken. Ja, ich bin der Siggi aus Vetschau, vom Volksmund auch ehemaliger Postminister genannt. Wenn ich hier essen gehe im Brauhaus, da fallen mir so manche Dinge ein, weil ich dann gut gegessen habe und das Gehirn mir richtig versorgt wurde. Dadurch schreibe ich viele Gedichte. So, zum Beispiel überm Spreewald. Für mich ist der Spreewald ein Landschaftsschutzgebiet.
und er wird von Millionen Menschen sehr beliebt. Hier treffen sich Menschen in allen Farben, Sprachen und Klassen. Ein jeder wird sanft durch das Rudel des Fährmanns über das Wasser geschoben. Nur fehlen hier, wie an der See, die Wogen. Kommt eine Spreewälderin in Tracht, was denkt ihr, was auf dem Kahn für eine Freude wird wach? Ja, ein jeder möchte sie ja sehen, ja, ob groß oder klein, doch dann beim Gedrängle flog so mancher ins Wasser rein. Und das war's. Ja?